Ich meine sogar, er hätte einmal Drachen bekämpft. Kann das sein? Ja, definitiv. Also man könnte tatsächlich sagen, dass er Drakoniter war, also großer Kämpfer der Gesindekirche, auch wenn viele Taten sich die Praios-Kirche auf den eigenen, in das eigene Vademekum schreibt. Ja, Drachen bezwungen, das finde ich doch sehr gut. Dann ist er vielleicht doch ein interessanter, eine interessante Persönlichkeit. Ihr müsst mir unbedingt noch mehr über die Gildenmagie erzählen. Ich habe ja jetzt nicht so unbedingt den Zugang dazu, aber manches scheint mir doch sehr merkwürdig. Warum zum Beispiel, da habe mir jetzt ein Schwarzmagier und ihr seid eine Weißmagierin und es gibt Graumagier und es gibt nicht einfach nur Magier. Aber wir stehen doch gerade in einer Hesinde-Kirche. Beziehungsweise da könnte man doch eventuell etwas mehr über Hesinde-gefällige Dinge sprechen. Ich dachte, nicht über Magie. Wäre Hesinde gefällig? Ist das nicht so? Hier nicht. Ah. Das liegt aber vor allem an der Stadt Beilung. Ah. Ich könnte euch in Garad einige Bücher zur Verfügung stellen, wenn ihr euch für die Historie der Magiergilden interessiert. Ja. Aber wenn ihr wollt, Boltax, dann versucht das doch einfach mal mit einem beliebigen Zauber. Egal ob geodisch oder gildenmagisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ihr ausgebildet worden seid, aber ihr könnt es doch gerne einfach mal versuchen. Ja, aber wäre das nicht sehr unfreundlich? Also, ich meine, ich bin ja als Gast in die Stadt gekommen und ich weiß nicht. Versucht das doch einfach hier im Sinde-Tempel. Na gut, wenn ihr mir das so erlaubt, aber ich möchte wirklich keine Schwierigkeiten bekommen. Ja, dann würde ich einfach mal im klassischen oder in geodischer Rap sprechen. Mhm. Also, beziehungsweise nicht sprechen. Ja, kannst gerne würfeln. 7 Punkte übrig, reicht nicht, es gelingt nicht. Die Matrix öffnet sich nicht vor deinem geistigen Auge. Du starrst eigentlich nur in helles, gleißendes Sonnenlicht. Es blendet etwas. Gelingt wirklich nicht, das ist ja merkwürdig. Ja, ich finde, wenn man die Augen schließt und sich ein wenig auf die astralen Strömungen der Umgebung einstimmt, dann merkt man schon, dass hier der Kraftfluss doch sehr gehemmt ist. Das passiert auch im Rahmen der Borberat-Krise, als Praios selbst vom Himmel herunterstieg und ein arkanes Interdiktum auf diese Stadt sprach und damit die Bewohner rettete. Ah. Praios persönlich? Ja, genau. Es ist quasi die einzige Stadt, die ein solches Eingreifen von Praios erfahren hat. Nicht einmal die Stadt des Lichts ist mit diesem Wunder gesegnet worden. Dann muss er sehr viel Angst um diese Stadt gehabt haben, wenn er sich selbst darum gekümmert hat. Oder das ist Stadt einfach ein besonderer Ort. Ja. Und das ist auch der Grund, warum Iserun dann in Richtung Garad gezogen ist. Richtig, denn die Akademie musste dann ja umgesiedelt werden. Wir können ja schlecht hier Magie unterrichten, wenn keine Magie mehr wirkt. Also kann auch Fosslerin hier keine Magie wirken. Nein, natürlich nicht. Niemand kann Magie wirken. Ach, das ist aber lustig. Keine Sorge, ich werde Fosslerin erzählen, dass ihr es auch nicht geschafft habt. Oh, das ist doch in Ordnung. Das ist wiederum, finde ich, auch sehr lustig. Aber ich glaube, das ist die perfekte Überleitung. Wenn ihr nichts hier weiter sehen wollt, wir können uns natürlich nochmal die Bienen ansehen und Kerat kann noch etwas Honig kaufen, aber ansonsten können wir, glaube ich, auch rübergehen in eure alte Akademie, oder? Wenn nichts dagegen hat, würde ich gerne die Bibliothek studieren, ein wenig tiefer graben nach bestimmten Themengebieten. Ihr wollt nicht die Wiege der Kampfmagie in Aventurien besuchen? Nun, ich habe mir ist doch selbst ein Kampfmagier aus Betana. Nun, ich muss keine weißmagische Akademie näher betrachten als notwendig, wenn ihr versteht. Ich war dort nicht willkommen und nun mit Bandstrahlern wahrscheinlich noch viel weniger. Ja gut, wenn ihr ein bisschen Angst habt, dann bleibt besser hier. Das hat nichts mit Angst zu tun, nur Vorsicht. Gewiss doch. Gut, dann sind wir gegenüber einfach über den Platz hier rüber und da vorne links das Gebäude, das seht ihr schon. Wo wollen wir uns wiedersehen? Auf dem Platz, auf dem großen Platz? Ich würde auch sagen. Gut, ruft mich, wenn ich noch nicht aus der Bibliothek zurückgekommen bin. Gut. Oder schaut nach mir. Ich rufe sehr laut, keine Sorge, das kriege ich hin. Ihr nutzt eure Füße statt eures Mundwerkes. Na,
Ja, es kann Honig in rauen Mengen kaufen, aber Met wirst du keinen bekommen, weil die Wasser einfach verunreinigt sind. Sowohl die blutige See vom Meer aus kann nicht benutzt werden, um das Wasser für den Met zu geben, als auch der Radrum, der dann hier entlang fließt, weil der aktuell noch als Pestfluss nicht trinkbar ist. Und das wird wohl gereinigt, aber selbst das Wasser wird hier rationiert, weil es so sehr wenig ist. Und aktuell kümmert sich dann wohl der Effort-Geweihte, den ihr schon in... Ach, du warst selber gar nicht da. Kiaras war nicht dabei, sondern Iolaos. Aber du hast jetzt die anderen Berichte gehört von Draco Effadan, dem grimmigen Geweihten von Effat oder Abitoste. Also Met wirst du keinen bekommen. Mist. Na gut, dann kaufe ich mir trotzdem ein bisschen Honig, dann habe ich wenigstens etwas Süßes zu dem fahlen Brot, das wir in nächster Zeit wahrscheinlich essen werden. Gut. Gibt es zufällig Honigbonbons, falls wir mal wieder einen Troll treffen? Honigbonbons, ja doch. Honigbonbons könntet ihr auch bekommen, aber auch die sind streng rationiert. Wenn ihr dann da miteinander auflauft, könntet ihr dann die Ration für 6 Personen kaufen, erwerben, gegen eine Spende im Sinnetempel. Aber ja doch, solltet ihr bekommen, also einen großen Beutel mit Honigbonbons für Trolle. Sehr gute Idee. Kann man immer gebrauchen. Aber auch. Also können die anderen dann in Richtung der alten Kaserne laufen, beziehungsweise des alten aktuell die Bandstrahler, die hier runtergezogen sind. Früher war es die Schwert und Stab, die direkt am Rande der Stadt saß, an der Stadtmauer. Sieht quasi identisch aus zu dem Gebäude, was in Garad hochgezogen worden ist. Nur, dass jetzt hier die Banner von den Bandstrahlen im Wind wehen. Schon von draußen könnt ihr das Pfeifen des Windes hören, was dann hier durch die Gesteine hindurch zischt. Gibt wieder diese große Treppe, die dann links und rechts euch nach oben führt und das große, schwere Portal. Bandstrahler stehen aktuell nicht wirklich davor, aber die Tür ist wohl angelehnt. Schaut einmal, diese Schönheit. Ach, meine alte Heimat. Dieser Runen sieht wirklich sehr gerührt aus. Meint auch zum Sehen, dass da in ihren Äuglein sich das eine oder andere Tränchen vor Rührung sammelt. Schaut nur, das älteste Gebäude in dieser Stadt, das älteste noch erhaltene Gebäude, es steht immer noch. Es ist wunderbar. Ja. Wehrheimer Kasernenstil. Moment, aber das sieht recht neu aus. Guck doch mal. Der Stein hier und da, das wird doch nicht das älteste Gebäude sein, oder? Weiß nicht. Doch, vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle ausgebessert worden, aber die Grundmauern, die stammen noch direkt aus der Gründungszeit nach der zweiten Dämonenschlacht. Aha. Naja, wenn ihr meint. Ihr scheint sehr viele gute Erinnerungen an den Ort zu haben. Ach, natürlich. Meine schönsten Jahre meiner Jugend habe ich hier verbracht. Wollen wir einmal hineingehen? Ja. Ja, hier ist der Innenhof. Schaut nur diese verkohlten Felsblöcke. Ja, ihr könnt einen mittlerweile vollkommen geschwärzten Stein sehen, der hier in der Mitte des Platzes steht. Wohl unzählige Ignifaxi, die sich reingebrannt haben. Vielleicht auch einige Ignisferi, die Steine absplittern lassen haben. Und während ihr den betrachtet, könnt ihr sehen, wie sich zwei Bandstrahler durch die Gänge heranschieben und euch mustern. Zunächst mit einem unglaublich kritischen Blick der Abscheu. Und wenn sie dann näher treten, könnt ihr sowas wie ein Ringen erkennen. Ein Ring mit der ordnungsliebenden, Obrigkeit. Sie erkennen wohl in Isarun eine Vorgesetzte und nicken ihr dann nur noch zu mit einem mürrischen Blick. Frau Major, willkommen zu Hause. Vielen Dank. Preios zum Gruße. Preios zum Gruß. Und Herr Sinde. Können wir euch helfen? Nun, wenn ihr uns erlauben wolltet, einen kleinen Rundgang durch meine ehemalige Heimat zu tun, da wäre ich euch doch sehr verbunden. Sicher. Das ist immer ein euer Gebäude. Wir haben es nur benutzt, jetzt wo ihr weg seid. Nun, dann ist es ja in guten Händen. Ihr werdet schon ordentlich darauf Acht geben, wenn wir es nicht mehr können. Mhm. Ja, du siehst, wie er sehr eingefallen aussieht. Hohle Wangenknochen, hat wohl... Es ist nicht wirklich Askese, die er da betreibt, sondern es ist schlicht und einfach Hunger, die ihn da gezeichnet hat. Gibt er dir seine hagere Hand, Vincentarus. Freut mich. Isarun von Spogelsen, Major Mager. Von Spogelsen, also eine Toprierin. Willkommen zu Hause, noch einmal.
Danke, danke. Keine einfachen Zeiten, hm? Nee. Jetzt, wo wir auch noch unseren Führer im Bandstrahl verloren haben, als er vor einem Jahr gegen Rassasau zog, schwierig. Wir haben wohl gehört, dass Verhan gefallen ist. Das Schild des Reiches. Ja, das ist leider wahr. Dennoch konnten die Horten der Borbarad-Anhänger zurückgeschlagen werden. Ja, und wir Damen hier. Uns hat man seit jeher vergessen. Oh, wollt ihr ein Bonbon? Wir haben gerade welche eingekauft. Wenn ihr so Hunger habt, wir bieten euch gerne ein Bonbon oder zwei an. Er nickt und würde dann die Hand ausstrecken. Sehr gerne. Ja, dann gebe ich ihm welche. Ja, steckt ihn sich auch direkt in den Mund, seine Begleitung daneben so. Nickt euch zu. Danke. Das Reich hat Beilung nicht vergessen. Allerdings, naja, es geht auch anderen Städten sehr schlecht. Zum Glück konnten wir aber vor kurzem in Aranien Verbündete gewinnen und hoffen, dass einige Vorräte es zusammen mit dem Schwert der Schwerter bald hierhin schaffen. Ja, das haben wir wohl schon gehört. Der Rondrianer Ahmad sagte vor ein paar Stunden, dass sich Bibernel wohl angeschlossen hat. Bibernel von Hengisfort. Der Bonbon schmeckt gut. Aber unsere Stadt siecht eigentlich seit 7 Jahren dahin. Praios mag uns zwar errettet haben, aber Essen bekommen wir trotzdem nicht. Kann es der Unterstadt nicht einmal verdenken, dass sie jetzt in Richtung Wahrung laufen? Würde mich meine Prinzipientreue nicht hier fesseln, dann würde ich ja mitgehen. Warum genau bleibt ihr denn hier? Sicherlich könntet ihr euch anschließen. Ich glaube, ihr versteht nicht, Herrin, Frau Major. Sie wollen sich den Varunkern anschließen und das kann ich mit meinen Gesetzen nicht vereinbaren. Ich kann es ihnen aber nicht nachsehen. Sie sind freie Bürger. Wer genau will sich anschließen? Die hungernde Unterstadt. Einige waren wohl Flüchtlinge aus dem Umland und andere Fischer, die jetzt nichts mehr zu essen bekommen in der blutigen See, weil ihre Schiffe längst untergegangen sind und sie sich nur noch retten konnten. Und jetzt sitzen sie dort, der Alkohol wird knapp. Es haben sich wohl einige Prediger in der Unterstadt versammelt, stellen sich auf irgendwelche Holzkisten und predigen davon, dass es in Wahrung Fleisch für alle gibt. Ach, was für ein Fleisch. Und sie sagen davon, dass es Walfleisch gibt, wo auch immer das herkommt. Nein, was dort gegessen wird, ist definitiv kein echtes Fleisch. Wahrscheinlich werden sie eher zur Nahrung werden, wenn sie hingehen. Ich glaube, das müssen wir trotzdem nicht weiter erörtern. Nein, besser nicht. Wir kämpfen seit 7 Jahren dagegen an. Also, die Stimmen werden lauter und lauter und wir haben versucht, sie zunächst zurückzuschlagen, aber am Ende so viel Blut wieder geflossen ist, dass wir wollen ja auch nicht schwärzer sein als diejenigen, die nördlich von uns sitzen. Mhm. Jetzt lassen wir sie einfach reden und wenn sie halt rausgehen wollen, sollen sie nach draußen gehen. So Nahrungsvorräte sind rationiert, das Wasser ebenso, weniger Mäuler, die wir zu füttern haben, sollen sich die Varunker um sie kümmern. Dann solltet ihr vielleicht gute Kunde verbreiten, denn nun, nicht alles ist dunkel und finster jenseits der Mauern. Immerhin 2 der Teichen sind gefallen. Ihr könnt davon ausgehen, dass wenn euer Erfolg mit Eiler und Bibernel keinen Erfolg hat, dass es wohl einen Zug der Tränen geben wird. Die Stadt wird fallen. Wenn nicht durch einen Kampf mit dem schwarzen Drachen, dann durch Verrat oder durch List und Tücke von innen. Die Menschen verhungern einfach und wenn ein weiterer Krieg verloren wird und weitere Rondrianer, die vor den Toren sterben, dann verlassen wir die Stadt allesamt. Von euch ist also abhängig, ob Beilung untergeht oder nicht. Habt ihr noch einen Honigbonbon für mich? Natürlich, bitte. Danke. Wir werden unser Möglichstes tun, dem Spuk im Norden möglichst bald ein Ende zu machen. Die Sonne soll wieder richtig in diesen Landen Einzug halten. Lux Triumphat. Ja, aber wie gesagt, seht euch gerne um. Wir haben hier keine Geheimnisse, nur noch wenige Brüder, die sich hier in den Mauern verschanzt haben. Wir hatten noch einige Golgariten hier, aber die sind mittlerweile auch weitergezogen. Gut, hab Dank. Dann schauen wir uns einmal um. Kommt mit. Hier geht es zum Speisesaal. Aha. Oh. Das ist aber kein schöner Anblick. Also früher wäre hier bestimmt viel Essen gewesen, aber... Ja, das schon. Ach, und die Wände, die waren immer so herrlich weiß. Jetzt gibt es natürlich wahrscheinlich kein Geld mehr, um sie ordentlich und regelmäßig zu weißeln.
Aber das war schon ein schöner Anblick. Und seht ihr auch, wie es an den Wänden keinerlei Verfärbungen gibt und so? Na, seht ihr es? Ja, natürlich. Ja, das ist natürlich, weil es keinerlei Verzierungen gab. Keine Bilder oder sonstiger Schnickschnack, der einen ablenken könnte. Das finde ich vernünftig. Nur der raue, kahle Fels. Oh, das ist schön. Das macht schön. Auf eine gewisse Weise Sinn, ja. Das ist doch sehr heimelig, nicht wahr? Was bei mir zu Hause war es ein wenig anders. Dort hat man gerne nun Geschichte festgehalten in Bildern oder Wandmalereien. Nun, Wandmalereien? Warum denn nicht? Aber so ein Bild, das ist, oder ein Teppich an der Wand, ah, das braucht man doch nicht. Nein, 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 nein. Oh, ihr würdet euch wundern, in Alanfa ist alles ein wenig anders. So viele Kulturen, die aufeinandertreffen. Man kann durch eine Straße gehen und 10 verschiedene Baustile sehen und alles sieht anders aus, alles ist anders geschmückt. Aber dann ist der Stil ja nicht einheitlich. Das ist doch irgendwie auch sehr frustrierend. Nicht überall, aber nun aus dem, wie sagt man so schön, Chaos entsteht Schönheit. Es gibt ein Gesamtbild und durch alles hinweg ein Bild aus schwarzen Obsidian. Chaos, das hatte ich eigentlich immer anders assoziiert. Naja, egal. Vielleicht mag es ja sein. Es muss nichts Schlimmes sein. Natürlich kann es was Schlimmes sein, aber es muss nichts Schlimmes sein. Nehmt es zum Beispiel, wenn ihr bei einem Maler seid und er beginnt, seine Farben zu mischen. Ein wunderschönes Chaos, aus dem etwas Besseres entstehen kann, oder nicht? Ich dachte, ein Maler trägt erst die eine Farbe auf und dann die nächste und dann die nächste und komposiert so das Bild und mischt nicht alle Farben zusammen. Weiß nicht. Das kommt auf den Maler an. Wie macht Eldan das denn? Der macht das für sehr gut. Vielleicht sollten wir ihn das mal fragen bei Zeiten. Wo ist der eigentlich? Ich habe einige Male zugeschaut. Vor allem, wenn er exotischere Farben haben wollte, musste er natürlich mischen. Wo ist der dann denn? Weißt du das? Gute Frage. Er ist sicherlich bei Abelmir in der Bücherei, oder? Nein, er ist doch mit diesem Praios-Geweihten fortgegangen. Oh, ach so. Wie ist Darius von Greifenfurt? Genau, von Greifenfurt. Nun, na ja. Und sie wollten doch in den Raya-Tempel gehen. Da kann ich nichts gegen sagen. Aber wir haben uns doch schon dagegen gewaschen. Ja, aber anscheinend brauchen die länger beim Waschen, oder so. Ich glaube, Darius wirkte auf mich sehr Travier-gefällig. Zumindest nach außen hin. Meint ihr wirklich, dass er nochmal in den Raya-Tempel gegangen ist? Nun ja, aber er würde doch nicht lügen. Ich habe zumindest nicht gehört, dass er dahin wollte. Zumindest ist er mit Eldan irgendwo hingegangen, ja. Sagt es Eldan nicht mit. Eldan ist doch mit diesem Iolaos zusammen, oder nicht? Ja, schon. Hätte ich zumindest so verstanden. Ja, sind sie, aber sie führen eine sehr Raya-gefällige Beziehung. Du meinst eine offene Beziehung? Ja, sie sind beide sehr gut im Bett. Was? Vor allem, wenn sie zusammen sind. Savo wird ein bisschen rot. Woher wisst ihr das? Ich bin ein Raya-Geweihter. Wahrscheinlich hat er mit beiden zusammen und jeweils einzeln. Also könnte ich mir vorstellen. Ja, sie sind sehr offen auf mich zugekommen. Naja, gut für euch. Na gut. Wollen wir weitergehen? Hier ist einer der Fechtsäle. Oh, und da geht die Treppe hinauf zu den Schlafsälen. Da bin ich einmal nachts die Treppe heruntergefallen, als wir Alarmübungen hatten. Also, das tut bestimmt weh. Ja, der war gebrochen, der Arm. Oh. Das ist natürlich nicht so schön, aber bestimmt konnte er mit Magie wieder wunderbar geheilt werden. Nun ja, ich wurde ins Krankenzimmer geschickt und da wurde gesagt, das muss jetzt von alleine wieder heilen. Oh, und im Feld gibt es auch nicht immer einen Balsam. Und dann habt ihr es nicht selbst gemacht? Nein, den hatten wir damals noch nicht. Ich war noch ziemlich klein damals. Ich war erst in meinem zweiten Jahr.
Aha, wie klein ist man denn, wenn man in seinem zweiten Jahr ist? Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Isarun hält so unentschlossen ihre Hand auf, ein, zwei Handbreit über Boltags Kopf, etwa so. Ach so, sie war nicht zwei Menschenjahre, falls ihr das meint. Ach so. Zweijährige Menschen sind ungefähr so groß, er hält seine Hand eben auf Kniehöhe. Oh, das ist wirklich klein. Nein, wie alt wart ihr denn dann genau? Ich denke, ich war 11. Und dann schon größer als ich. Diese Menschen. Egal. Keine Sorge, Boltax, ihr seid ein sehr stattlicher Zwerg. Ich weiß. Hat Abelmir besondere Dinge, die er lernen möchte? Die fällt auf alle Fälle auf, dass es eine ganze Menge wissenswerte Dinge über die Götter der Tobria gibt, beziehungsweise der alten Alhania, unter anderem Mokosha. Es gibt eine ganze Menge Mokosha-Bände. Das würde mich zwar auch interessieren, aber mich würde mehr interessieren, Boltax war ja sehr geheimniskrämerisch mit seiner Miene. Ja. Und ich kann es nicht leiden, wenn man mir Geheimnisse vorenthält. Deswegen, weil du das ja selber nie machst. Deswegen würde ich auf den Bibliothekar zu gehen. Euer Nandus zum Gruße. Nandus, ihr sind zum Gruße, die Götter mit euch. Ich suche etwas spezielle Informationen aus der Vergangenheit. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ja, bezüglich der Historie, wie weit darf es zurückgehen? Das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht wisst ihr etwas in den letzten 500 Jahren über einen Auszug von vielen Zwergen aus einer Mine in den Trollzacken. Ganz in der Nähe. In den letzten 500 Jahren? Ich glaube, so weit mussten wir gar nicht zurückgehen. Vor kurzem erst. Im Zuge der Borberat-Krise haben wir einige Zwerge aus den Trollzacken und auch aus den Beilunkerbergen herausbekommen. Nun, mich würde wohl eine spezielle Mine in den Trollzacken interessieren. Kam, gibt es dort dazu Berichte? Augenzeugenberichte? Nicht gerade Geständnisse, aber Berichte von Zwergen, was sie erlebt haben, warum sie ausgezogen sind. Also wir haben ein Buch bei uns, das ist wohl ein Teil eines Tagebuches. Das könnte euch eventuell weiterhelfen. Ich habe selbst noch nicht reingeblickt, aber das ist wohl ein Bericht von Xenos von den Flammen. Das ist ein mächtiger Geode der Zwerge, der hier vor 6 Jahren vorbeikam. Ich kenne ihn. Ist es mir gestattet, Einblick in dieses Buch zu halten? Da müsste ich einmal im Archiv nachsehen, aber ja, doch, es ist da und ich werde einmal für euch nachsehen. Ich warte lange hier. Dieses Buch da drüben über... Ich gucke mir dieses Buch mal dort drüben an. Ja. Das sieht dann sehr interessant aus. Eine Bienenwabe. Aha. Interessant. Ja, währenddessen geht er dann die großen Wendeltreppen nach unten und verschwindet im Keller. Nach ungefähr einer Stunde, möchtest du meinen, kommt er wieder nach oben und reicht dir dann ein sehr kleines, aber dickes Buch, was in Leder eingeschlagen ist und fast zerfällt. Vielen Dank. Ich habe schon gar nicht mehr mit euch gerechnet. Hier, bitte, Handschuhe. Bitte seid vorsichtig mit dem Werk. Natürlich. Ihr dürft es nur hier lesen und wir haben auch einen Umblätterstock hier. Natürlich. Ich würde mir dann die weißen Handschuhe nehmen, die mir wahrscheinlich reicht und wahrscheinlich auch diesen Umblätterstock, also wahrscheinlich so eine kleine Pinzette so artig. Ja, genau, aus Holz dann. Und würde dann ganz vorsichtig dieses Buch umblättern und leise lesen. Gut, was möchtest du im Besonderen wissen? Etwas zu den Zwergen an sich oder zu genau dieser Mine? Zu dieser Mine und warum sie verlassen wurde. Vielleicht steht irgendwas dazu da. Vielleicht steht auch was über diese Kristalle da. Ja. Würfel mal auf Angram. Oder Rogolan nach Schwert um 5. Ich habe kein Angram. So, hast du Rogolan? Auch nicht. Das ist natürlich schwierig. Also das Buch ist wohl auch, also du kannst sehen, dass eine Seite auf Rogolan bzw. Angram geschrieben ist und die andere Seite wohl als Transkription auf Kurslikerzeichen.
Ob das dann original dann eine Übersetzung von der linken Seite ist, weißt du nicht. Aber du siehst doch, dass wohl einige Seiten fehlen. Das ist also schwierig, da müsste man mal Boltax fragen. Aber du darfst das Buch natürlich nicht mit rausnehmen. Schwierig. Ich glaube, Boltax wäre der falsche Ansprechpartner. Ja, genau, das ist das Problem. Ja, genau das. Gut, dann würde ich diese Übersetzung erstmal studieren und gucken, was ich daraus herausziehen kann. Hast du nicht einen Zauber? Ach Moment, in Beilung ja, ist Zaubern ja nicht möglich. Beilung, genau, ja. Das habe ich auch gerade überlegt. Ärgerlich. Ja, es ist schwierig. Vielleicht komme ich später noch wieder mit Asabo, der kann mir vielleicht helfen. Ja, gut. Ihr könnt dann auf alle Fälle während des Studiums, beziehungsweise die Zeit vergeht, ihr könnt euch dann wieder treffen und auch Jalan kann dann mit einem geschienten Bein, Holzstöcker links und rechts, dicke Waden, also dicke Verbände drumherum gewickelt, sowohl im Bein als auch im Arm, als dann eben auch über dem, beziehungsweise unter dem Brustpanzer, den man dir dann da angelegt hat, sodass du dann ja, könnt ihr euch, wo wolltet ihr euch treffen? Vermutlich wieder vor, auf dem Platz, auf dem wir isoliert haben. Ja, also die Zitadelle würde euch dann auch als Unterbringung zur Verfügung stehen, könntet ihr euch auch alle wieder samt den Lichtfall sammeln und könntet da dann in der Kaserne, du wirst dann wahrscheinlich sitzen auf so einem kleinen Holzschemel oder so und die anderen können dann wieder ankommen.